Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einem neuen Video für euch. Heute möchte ich euch diesen Look hier zeigen. Das ist ein sehr natürlicher Look, ein ja, Everyday Look, ein Look, den man im Sommer tragen kann, aber natürlich auch im Winter, wenn man einfach nur mal schnell einkaufen gehen will, aber sich trotzdem irgendwie ein bisschen fertig machen will. Und ich würde sagen, wenn euch dieser Look interessiert, wenn euch interessiert, wie ich das geschminkt habe, dann bleibt jetzt dabei. Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mal los. Und zwar habe ich hier eine BB-Cream, die habe ich kostenlos mitgeschickt bekommen bei einer Kosmetik for Less Bestellung. Die ist von Ciaia und die würde ich mir jetzt mal auftragen, weil ich finde einfach, dass eine BB-Cream eine tolle Pflege und gleichzeitig auch ein schönes Produkt für die Basis ist. Ich habe jetzt hier die Farbe Dark Peach Tone. Es könnte sein, dass die viel zu dunkel ist. Ich habe noch eine hellere Farbe da. Probieren wir einfach mal aus. Ich gebe jetzt hier mal so eine Menge auf meinen Handrücken. Die ist auf jeden Fall viel zu dunkel. Ich würde mir mal noch die andere holen und die dazu mischen. Und hier habe ich jetzt noch mal beide Farben nebeneinander. Ich würde sie jetzt mal hier so mit dem Finger ein wenig vermischen und denke, dass es dann auch ganz gut auf meine Hautfarbe aktuell passt. Ich verteile mir das erstmal im Gesicht mit einem Pinsel von Cosmetic for Less, Lini Brush. Das ist der LBF 14 Foundation Buffer. Und mit dem verteile ich es mir erstmal ganz großzügig im Gesicht. Also sie ist ein klein bisschen dunkel, aber ich gebe mir das jetzt einfach auch mal an meinen Hals mit runter. Nachdem ich es mir verteilt habe mit dem Pinsel, gehe ich auch immer noch mit einem Schwämmchen nochmal rein, nehme den Rest vom Produkt auf. Das war jetzt gar nicht mehr viel. Und klopfe es mir noch ein bisschen in die Haut ein. Ich benutze BB-Creams ganz gerne, wenn ich nicht so richtig Make-up möchte, also nicht so richtig Full-Face-Make-up, sondern eher einfach eine leichte Basis und ja, mein Teint so ein bisschen ausgleichen möchte. Wenn ich das gemacht habe, gehe ich nochmal mit einem Concealer auch rauf. Das ist jetzt hier zwar ein Camouflage, also sehr deckender Concealer. Ich habe jetzt einfach ehrlich gesagt den ersten genommen, der mir in die Hände gefallen ist. Das ist der Liquid Camouflage High Coverage Concealer von Catrice in der Farbe 020. Und den gebe ich mir relativ, ja, eine relativ geringe Menge. Tupfe ich mir hier so ein bisschen was unter die Augen, ganz bisschen auf die Nase, Stirn. Und auch das verteile ich mir mit meinem Schwämmchen, mit der spitzen Seite. Concealer gebe ich mir auch wirklich jedes Mal, wenn ich ein Make-up schminke, auf, weil es einfach schön ist, um tatsächlich Augenringe abzudecken oder sich auch einfach hier an diesen Stellen ein wenig aufzuhellen. Und ja, wenn man auch Rötungen hat oder andere Unreinheiten, dann eignet sich es einfach auch sehr gut zum Abdecken. Und wenn ich mit dieser leichten Deckkraft zufrieden bin, dann gehe ich mit einem Puder rein. Ich habe jetzt hier das All About Matte Fixing Puder von Essence. Das gebe ich mir einfach mal mit so einem Pinsel ganz grob auf. Der hier ist jetzt von Nabla. Das ist der Precision Powder Brush. Wirklich super schön, sehr, sehr weich. Von der Form her so, dass man eben auch genau schön hier reinkommt. Puder gebe ich mir jetzt einmal unter die Augen, um den Concealer zu setten. Und ganz, ganz leicht, einfach nur so ein bisschen die Reste verteile ich mir dann noch auf der Stirn, um die Nase herum und am Kinn in der T-Zone. Als nächstes trage ich auf jeden Fall auch einen Highlighter auf. Der darf bei mir nie fehlen. Und zwar ist das von Nabla, der Skin Glazing Highlighter in der Farbe Ozone. Ich trage ihn mir hier mit einem ja, Blend-Konturpinsel auf. Dieser hier ist auch von Cosmetic for Less. Lini Brush, der LBF 18. Und ich gehe hier einfach einmal so ins Puder rein, staub es ein bisschen ab und gebe es mir vorsichtig auf die höchsten Stellen der Wange. Ein bisschen hier an der Seite entlang. Ein bisschen, ganz wenig nur auf den Nasenrücken, aufs Lippenherz. Als nächstes darf bei mir auch ein Bronzer nicht fehlen. Ich benutze jetzt hier den City Bronzer von Maybelline. Ich habe hier die Farbe Medium Warm 250 und der ist wirklich sehr, sehr schön, weil, wie man sieht, der auch relativ kühl gehalten ist. Das bedeutet, man kann damit sowohl konturieren als auch bronzen. Und zum Auftragen benutze ich einen Pinsel von Batik. Das ist so ein sehr großer, fluffiger Puderpinsel. Das ist die Nummer C001. Und ich gehe hier einfach einmal so rein, staub gut ab und trage es mir ja, in so kreisenden Bewegungen hier auf.
Dann gehe ich auch immer noch ein kleines bisschen mit an die Stirn, weil ich mich dort auch bronzen möchte. Und als letztes gehe ich auch immer noch mal hier an die Jawline mit ran, um mich dort auch halb zu konturieren. Und trage es auch ein bisschen mit am Hals auf, damit ich eben auch dieselbe Farbe habe wie im Gesicht. Ein Blush darf bei mir auch nicht fehlen. Und hier habe ich von LA Girl den Just Blushing Blush in der Farbe Just Kissed. Der hat ein so richtig schön knalliges Pink. Da braucht man auch nur ganz wenig von. Und den trage ich auch wieder mit einem Pinsel von Cosmetic for Less auf. Leni Brush LBF 09 Face Definer. Und ich gehe hier einfach nur einmal, zweimal ganz vorsichtig rein. Klopfe ein wenig ab. Jetzt etwa so eine Menge. Und trage es mir hier vorsichtig in tupfenden Bewegungen vorne auf die Wange auf. Ziehe es ein klein bisschen hoch. Macht das auch gleich auf beiden Seiten. Und am Ende gehe ich mir auch immer noch mal ein wenig über die Nase, um es einfach schön zu verbinden. Der Rest, der noch am Pinsel ist, also ohne neues Produkt aufzunehmen, den gebe ich mir hier noch mal ein bisschen an die Stirn, unten ans Kinn und unten an die Nase, um wirklich mein Gesicht richtig schön eins zu machen. Auch ein Setting Spray darf bei mir nicht fehlen. Ich möchte ja, dass es hält. Und hierfür habe ich von NYX das Matte Finish Fini Matte Setting Spray. Das gebe ich mir jetzt relativ in geringer Menge ein bisschen so aufs Gesicht. Für mich ist ein Setting Spray ein Muss, weil ich einfach das schön finde, wenn sich die Puderprodukte mit meiner Haut schön verbinden. Nachdem es ein bisschen angetrocknet ist, ich wedel es mir meist ein bisschen trocken, gehe ich immer noch mal mit einem Schwämmchen ganz kurz vorsichtig über die Stellen drüber, damit es sich noch besser verbinden kann. Und dann machen wir auch schon mit den Augen weiter. Als erstes ist für mich immer auf jeden Fall eine Pflicht ein Eye Primer. Ich habe jetzt hier einen von Makeup Revolution und ich gebe mir davon hier einfach mal so eine geringe Menge auf meine Lider und klopfe ihn mir mit den Fingern ein. Und fürs Augen-Make-up habe ich jetzt auch gar nicht extra eine Lidschattenpalette rausgesucht. Ich habe mir gedacht, wir kreieren das einfach mit den bereits benutzten Puderprodukten. Starten tun wir mit dem City Bronzer. Und zwar nehme ich mir hier einfach so einen großen Blender-Brush und den gebe ich als Vertiefung in meine Lidfalte. Den gebe ich mir auch hier hinten bereits am äußeren Augenwinkel auf, um auch hier eine Dimension zu schaffen und das Ganze etwas zu vertiefen. Und auch am unteren Augenlid darf es bei mir nicht fehlen. Auch hier gebe ich ein wenig von dem Bronzer auf. Ich nehme hier auch wieder denselben Pinsel. Dann möchte ich auch gern meinen Blush benutzen. Hierfür nehme ich mir auch wieder denselben Pinsel und verteile mir das Produkt einfach aufs ganze Augenlid, aufs bewegliche Augenlid. Und tupfe mir jetzt hier den Blush ein wenig zuerst auf. Und verteile es mir dann ein wenig übers gesamte Augenlid. Und auch am unteren Augenlid nehme ich ein wenig von dem Produkt auf. Ich gehe mit dem Pinsel wirklich nur mit der Seite quasi hier einmal so rein. Und gehe ganz vorsichtig mit ganz leichter Hand nur an den Wimpernkranz. Also ich möchte es gar nicht so tief haben wie eben mein Bronzer, sondern möchte es eigentlich nur andeuten. Und wenn ich das gemacht habe, finde ich, könnte es eigentlich auch fast schon so bleiben. Aber für mich darf ein bisschen Schein im Leben nicht fehlen. Deswegen trage ich immer auch nochmal einen Schimmerton auf oder meistens. Ich nehme jetzt hier einfach wieder meinen Nabla Skin Glazing Highlighter und gehe diesmal direkt mit dem Finger in das Produkt. Und den gebe ich mir hier auch auf den vorderen Bereich, also ich sage mal so auf die vorderen zwei Drittel mit auf. Und das macht dann einfach so dieses Rosige, tönt es noch so ein bisschen ab, hat aber dann noch so ein bisschen Schein und Schimmer und macht mein Auge auch wieder ein bisschen größer. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr hinterher auch nochmal mit eurem Blenderpinsel reingehen, oben ein wenig verblenden mit ganz leichter Hand und hinten im äußeren Augenwinkel dem Ganzen die Dimension zurückverschaffen und es wieder ein bisschen abmattieren. Auch unten gebe ich mir ein klein bisschen Highlighter auf. Hierfür gehe ich einfach mit dem kleinen Finger einmal so unten an die Ecke ran, damit nicht zu viel Produkt drauf ist. Ich habe jetzt etwa so viel und gebe mir das, schaue wieder nach oben und gebe mir das nur hier vorne in dem Bereich auf. Außerdem darf bei mir das Inner Corner Highlight nicht fehlen. Deswegen gebe ich mir mit meinem kleinen Finger den Highlighter auch nochmal hier in den inneren Augenwinkel.
Als nächstes möchte ich mir meine Wimpern auch noch ein wenig verdichten. Hierfür nehme ich mir von Essence den Long Lasting Eye Pencil in der Farbe 02 Hot Chocolate. Das ist so ein dunkles Braun. Und damit verdichte ich mir einmal den oberen Wimpernkranz, die Wasserlinie. Und wenn ich mir die Wasserlinie verdichtet habe, möchte ich auch obendrauf mir nochmal wie so einen kleinen Eyeliner quasi ziehen. Dafür gehe ich einfach nur hier in den ganz hinteren Bereich und zeichne mir ganz vorsichtig direkt an den Wimpern, also quasi zwischen den Wimpern, ein wenig davon ein. Dann nehme ich mir hier so einen Smut Brush, den habe ich von Essence gekauft, und verwische mir das, smudge mir das also ein bisschen hier rein. Und auch unten mache ich das ganz nah am Wimpernkranz, also auf dem Wimpernkranz drauf, trage ich mir davon ein wenig auf und verblende mir das mit meinem kleinen Pinsel. Und man sieht den Unterschied, ich habe hier einfach viel mehr Dimensionen als hier. Ich habe hier auch einen gefüllteren Wimpernkranz als auf der anderen Seite. Das mache ich jetzt auch nochmal mit der anderen Seite. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch immer ganz gern noch mit dem Rest von dem Produkt, was noch am Pinsel ist, euch sozusagen wie so einen kleinen Wing mit anzeichnen. Dann habt ihr das Produkt gut verwertet und habt dann auch noch ein bisschen mehr Dimension geschaffen und ein kleines Cat Eye quasi hergestellt. Als nächstes kommen wir auch schon zu den Augenbrauen. Und hierfür habe ich zwei Augenbrauenstifte von Alverde. Der eine ist schon sehr, sehr klein, deswegen weiß ich nicht genau, wie die Farbe heißt. Ich vermute sowas wie Blond. Das ist die hellere Farbe und die dunklere Farbe ist die Farbe 02 Brünett. Als allererstes kämme ich mir mal meine Härchen nach oben. Hierfür habe ich so einen Augenbrauenpinsel-Set, könnte man so sagen, von Essence. Und dann gehe ich zuerst mit meiner hellen Farbe dort rein und zeichne mir einmal die Kontur nach. Ganz vorsichtig, denn diese Stifte sind sehr wachsig und haben sehr viel Produktabgabe. Ich zeichne mir einmal meine Kontur unten nach und oben auch ganz leicht. Und mit der dunkleren Farbe gehe ich hin und male meine Härchen ein bisschen nach. Deswegen muss man diesen Stift auch immer sehr, sehr gut anspitzen. Und fülle mir so meine Lücken ein wenig auf. Wenn ich das getan habe, gehe ich immer noch mal mit dem Spoolie oder mit diesem Bürstchen auf der anderen Seite rein und kämme mir die Härchen noch einmal durch. Damit kann ich das Produkt gut verblenden und es ist eben nicht so auf einer Stelle. Sobald ich zufrieden bin, kann ich mit einem Augenbrauengel reingehen, um meine Haare ein bisschen zu fixieren. Ich habe hier von Essence das Lash & Brow Gel Mascara. Und das hat hier so ein sehr, sehr großes Bürstchen, was mir ehrlich gesagt viel zu groß ist, weil es auch viel zu viel Produkt immer dran hat. Deswegen versuche ich das immer sehr, sehr gut hier oben abzustreifen. Und dann kämme ich mir meine Haare einmal vorsichtig und mit nicht zu viel Druck eigentlich fast gegen den Strich weg nach oben. Und wenn ich das dann einmal gemacht habe, dann lege ich meine Härchen mit dem Bürstchen noch einmal in Form. Ich finde das sehr, sehr schön, wenn die vorderen Haare so ein bisschen tatsächlich flatterig nach oben stehen, fast, und dann eben so Stück für Stück nach hinten gehen. Und die hinteren Haare, also die nach dem Bogen sozusagen, die lege ich dann richtig einmal an. Auch die untere Wasserlinie zeichne ich mir einmal mit einem Kajal nach, und zwar immer mit einem hellen. Ich habe hier auch wieder einen von Alverde in der Farbe 07 Pearly White. Der ist schon klein, obwohl ich ihn wirklich fast jeden Tag benutze, ist er trotzdem sehr, sehr ergiebig. Ich gehe damit einfach einmal auf die untere Wasserlinie. Ich mag einfach super gern diesen Effekt von einem hellen Kajal in der unteren Wasserlinie, weil ich finde, dass es die Augen einmal optisch größer erscheinen lässt und dadurch auch wacher. Und zum anderen habe ich festgestellt, dass gerade so rosige Töne, die mir an für sich sehr gut stehen, weil ich blaue Augen habe, aber auch manchmal diesen Eindruck eins auf die Nuss bekommen haben, machen, weil eben das Auge ein bisschen röter wirkt, also auch meine Wasserlinie einfach ein bisschen röter wirkt, und das kann das so ein bisschen ausgleichen. Also das ist ein Tipp von mir an euch, wenn ihr auch dieses Problem habt, dass ihr manchmal denkt, ich sehe aus, als hätte mir jemand eins auf die Nuss gegeben, probiert mal aus, mit einem weißen Kajal oder Eyeliner unten die Wasserlinie nachzuzeichnen. Dann biege ich mir meine Wimpern immer auch nach oben, und ich habe hier eine Wimpernzange von Tweezerman.
Die ist meine, ja, eigentlich einzig genutzte Wimpernzange. Ich habe noch eine andere von Ebelin, die benutze ich nicht so gern. Die benutze ich manchmal, wenn ich gerade die andere schon eingepackt habe, weil ich zum Beispiel in Urlaub fahre oder so. Aber die hier kann ich wirklich sehr empfehlen. Und wenn ich meine Wimpern gebogen habe, gehe ich auch nochmal mit einer Mascara rein. Hier habe ich eine von der Douglas Eigenmarke. Das ist die Kiss and Curl Volume and Curl Mascara für Volumen und Schwung. So sieht die aus. Und die hat hier auch so ein riesiges Bürstchen. Das ist lang und fett. Und das ist auch, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, so ein bisschen ja, in so einer S-Form gebogen. Und das gebe ich mir einfach auch auf die Wimpern. Und ich finde übrigens, dass diese Mascara einen wirklich schönen Schwung macht und auch Volumen schenkt. Man muss es ein bisschen aufbauen und braucht ein bisschen Geduld dazu. Man muss auch sehr vorsichtig sein, weil es dieses super fette Bürstchen hat. Aber ich mag sie wirklich sehr, sehr gern. Und ich trage mir auch immer oben und unten Mascara auf, weil ich es einfach auch schöner finde, weil ich es auch gewohnt bin und weil ich auch finde, dass es die Augen ein wenig weiter öffnet. Und ich finde auch wirklich, dass Mascara immer den absoluten Unterschied macht von wach zu nicht wach oder von nicht wach zu wach. Wenn ihr keine Lust auf so einen extremen Mascara habt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, eine braune Mascara zu nehmen. Das hat dann eben trotzdem diesen Effekt von Mascara, aber ist nicht so super auffällig, so tief schwarz. Es gibt auch die Möglichkeit, oben schwarz oder unten braun zu nehmen. Man kann da einfach so ein bisschen rumspielen, wie man das gern möchte. Und zum Schluss möchte ich ganz gern auch noch ein Lippenprodukt auftragen. Ihr habt natürlich auch die Wahl, einfach eine Lippenpflege aufzutragen. Das ist natürlich ein sehr natürlicher Look. Ich habe mich jetzt hier aber entschieden von einem Lippenstift von Eveline Cosmetics. Und zwar ist das ein Color and Care Lippenstift. Und das ist die Oh My Kiss Lipstick Reihe. Und ich habe ihn hier in der Farbe 07. Das ist so ein relativ rosafarbener Ton. Den gebe ich mir jetzt einfach mal nicht allzu deckend auf die Lippen auf. Und zwar tupfe ich ihn mir so ein bisschen vorsichtig rauf, damit es nicht so ein Bam Overwhelm ist. Und anschließend presse ich mir das auch immer noch mal ein bisschen mit dem Finger ein. Und so hatte ich die Möglichkeit, diese sehr rosane Farbe auch ein bisschen herunter zu tonen. Und ja, bin mit diesem Look auch ganz zufrieden. Ja, und das wäre auch schon mein fertiger Look für den Nachmittag und Abend oder für den, ja, Sommertag, wo auch immer ihr ihn tragen wollen würdet. Ich hoffe, er gefällt euch. Ihr könnt mir gerne einen Like da lassen, wenn euch das Video gefallen hat und auch der Look. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über jeden Abonnenten sehr. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren, wenn ihr außerdem immer eine Information haben wollt, eine kleine Nachricht, wenn ein neues Video von mir online geht. Dann aktiviert gerne das kleine Glöckchen unten. Das ist vollkommen kostenlos. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch alles Liebe und sage, bye bye.